Hallo Leute, es geht weiter mit Kingdoms of Amalur Reckoning. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, wie weit ich raus ausholen soll, denn ich habe ganz viel getan seit dem letzten Mal. Wir sind schon, glaube ich, 2 Stufen weiter jetzt oder so. Ich weiß jetzt nicht, welche Stufe ihr das letzte Mal wart, also vom Level her mit meiner Kriegerin hier, die auch ganz toll gerade aussieht. Sie hat sich ein bisschen verändert, weil ich halt ganz viel weitergespielt habe und ganz viel mit den Quests gemacht habe. Das sage ich euch dann aber, wenn wir jetzt hier erstmal durch die Höhle gelaufen sind, denn wir wollten ja hier das mit den Balladen endlich mal beenden. Und deswegen waren wir ja hier in die Höhle reingegangen. Und ich habe ganz viel zwischenzeitlich gemacht, bin ganz viel rumgelaufen, habe mir angeguckt, welche Quests ich behalte, welche ich mit euch zusammen mache, welche ich schon mal alleine erledigt habe. Das erzähle ich euch dann gleich alles noch. Ich bin jetzt nur erstmal hier reingegangen, um ja, das Inventar, um sie einmal noch mal kurz anzugucken, damit ihr seht, wie sieht's aus mit unseren Waffen, was haben wir jetzt eigentlich gerade, auf was für einem Stand ist die Alte denn jetzt hier gerade. Die hat hier gerade so eine Feuer-Chakrams ausgerüstet, für die ich mich zuletzt entschieden hatte. Primitive Stahl-Chakrams, genau, die haben so einen Feuerschaden. Wir haben auch unsere Feinklingen noch drinne und so. Wir haben auch unsere Hammer. Wir haben halt Sachen drinne, die wir aber eigentlich so gerade nicht benutzen. Sekundär haben wir gerade einen Ulmenholz-Langbogen, den ich mir auch selber auch zusammengestellt habe. Also offline mache ich dann auch mit Gemmenschleifen ganz viel, sodass ich dann halt irgendwie gucke, was habe ich gerade an Stein überhaupt da, was kann ich da einsetzen. Und es gibt ja 3 verschiedene Gemmenstufen, so, nicht Stufen, aber so, ja, Arten halt. Einmal für die Rüstung, einmal für quasi für Waffen, für einen Angriff. Und einmal gibt es so Funktionsgemmen. Auch dafür gibt es ja hier immer so kleine freie Felder in den Sachen. Ja, dann haben wir natürlich auch diverses Konsumgut, ja nicht Konsum, so Gegenstände, wo wir eigentlich auch noch mal ein bisschen zusammen lesen könnten. Das ist immer hier ganz unten. Ich habe zum Beispiel hier die Bücher schon mal weitergesammelt und. So, ich würde aber sagen, bevor ich hier weitermache, laufen wir doch einfach mal los und helfen dem, weil ich höre da ganz viele Kämpfe und ich glaube, wir müssen da mal helfen. So. Eine Sterbliche? Ist das Vincents Vorstellung von Humor? Nun ja, ihr seht einigermaßen zäh aus. Ich schätze, ihr werdet die Legende von Blutgebein nicht allzu sehr beeinträchtigen. Und dennoch bin ich neugierig, wie ihr mich Hallams Meinung nach vom Rande des großen Kreislaufs zurückholen sollt. Aber das ist wohl sein Problem und nicht das meine. Na, was sollen wir denn jetzt tun? Lasst mich ehrlich zu euch sein, Staubling. Staubling. Ich habe noch nie erlebt, dass sich Blutgebein so unberechenbar verhalten hätte. Er kümmert sich nicht im geringsten um die Geschichte, als würde er einen anderen Ausgang anstreben. Anstatt ein sterbliches Mädchen zu entführen, hat er sich diesmal ein ganzes Lager geschnappt. Männer, Frauen und Kinder. Das ist Wahnsinn. Und keinesfalls Teil der Geschichte. Und dabei dachte ich, schlimmer könnte diese Ballade angesichts meines bevorstehenden Ablebens nicht mehr werden. Aber gut, bringen wir es einfach hinter uns, ja? Vorwärts! Ah, vorwärts! Ja, wir sind ja auch ein bisschen stärker jetzt, da ich auch verschiedene Sachen benutzt habe wieder zum Aufleveln. Also ich hatte jetzt meiner Meinung nach, wie gesagt, zweimal einen Stufenaufstieg, den ihr nicht mitbekommen habt. Und wo ist er denn jetzt hin? Ach, da. Bin doch richtig hier, oder? Nee, ich darf jetzt wieder. Huch, wo ist er denn hin? Ach, da unten. Ach, jetzt bin ich dem Fragezeichen gefolgt, aber bin ich anscheinend das Fragezeichen. Ich bin ein Fragezeichen. Wie schrecklich. Glaubt, ich werde euch auf ewig dankbar sein. Aber lasst uns nun aus dieser schrecklichen Grube fliehen. Okay. Klingt ja super hier. Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwas zu finden. Ich bin auch ganz toll im Finden geworden. Wo ist er denn jetzt wieder hin? Ach, das Fragezeichen ist er. Er kommt mir immer hinterher. Ach, deswegen. Und ich kann jetzt hier lustig rumlaufen, wie ich will, ja? Na, dann laufen wir mal hier hin. Uh-oh, da hinten sind ganz viele wieder. Sind, glaube ich, die kleinen Bockarts. Nee, Wichte. Wie läuft es mir kalt den Rücken runter? Ja,
keine Sorge. Das kriegen wir alles hin. Das kriegen wir hin. So, pass auf, was haben wir hier? Wir nehmen das erstmal alles wieder mit und ich schaue mir das dann später an. Oh oh. Ich höre hier aber nicht so schöne Geräusche gerade. So, dann können wir hier wieder durch und die befreien. Ist das der Weg nach draußen? Ja. Lauft. Lauft. Ich höre ein komisches Geräusch von einem Wesen, wo ich mich frage, wie böse der sein wird. Der wird wahrscheinlich sehr böse sein, aber keine Reagenzien gefunden. Das ist auch immer so toll, ne? Ich finde immer nie was. So, dann werde ich hier mal abspeichern. Dann muss ich nicht alles nochmal machen, falls irgendwas furchtbar Schlimmes passieren sollte. Jawohl. Und dann laufen wir mal. Oh oh. Ach, hier, so einer. Ist ja wunderbar, wie viel ich hier gerade sehe. Hallo? Mann, diese Kameraperspektiven-Blödsinn ist scheiße hier. Entschuldigung, aber jetzt hat man ja wirklich kaum was gesehen. Oh, mein Inventar ist voll. Aufgeladenes Langschwert. Da kriegen wir aber wenigstens ein bisschen Geld für. Ach, das ist immer so eine Sache hier. Und dann muss ich in meinen Plunder gehen. Und dann Sachen vernichten. Ach, das ist, geht immer so schnell hier so. Plunder. Was können wir denn mal hier... Dann verballern wir das. Naja, das machen wir kaputt. Und das machen wir auch kaputt. So, und dann können wir nämlich auch wieder was nehmen. So. Zack. Hier läuft es mir kalt den Rücken runter. Ja, das glaube ich dir. Aber erstmal gehen wir hier hin und machen hier auf. Lauft! Blutgebein ist in der Nähe. Aha. Ja. So, erfolgreiche Spürnase. Mensch, ich habe ganz viel schon aufgespürt. Ja, das ist natürlich, weil ich auch ganz viel offline schon rumgesucht habe und ganz viel geheime Verstecke schon gefunden habe und so. Wie sieht's aus? Machen wir mal die... Können wir nicht... Ach Mensch, schon entdeckt. Jawohl. So. Erledigt. Blutgebein ist hier irgendwo. Ja, schade, dass der immer noch nicht da war. Weil je mehr die darüber sprechen, desto mehr Angst bekomme ich. Oh, schon wieder voll. Oh, das gibt's doch nicht. Ja, da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als nochmal wieder in einen Plunder reinzugehen. Ach, jetzt haben wir hier natürlich... Ja... Dann machen wir den mal kaputt. Und das auch. Weil dann weiß ich definitiv, das brauche ich nicht. Das Zepter ja natürlich eigentlich auch nicht, aber naja. Die entführten Sterblichen sind schon seit Tagen hier. Ihr Zustand verschlechtert sich, falls sie überhaupt noch im Leben sind. Blutgebeinsgefangene. Sie sind allmein Siedler aus dem Westen, die nach einem Ort suchen, an dem sie sich niederlassen können. Diese armen Geschöpfe. Nie zuvor habe ich derartiges Unglück gesehen. Sie hatten ihr Lager direkt außerhalb von Uduat aufgeschlagen. Auf Blutgebeins Kriegspfad. Sie hätten sich lieber selbst die Kehlen durchschneiden sollen. Das wäre ein gnädigeres Schicksal gewesen. Mhm. Großer Kreislauf? Bei euch Staublingen gibt es eine ähnliche Vorstellung. Ich glaube, ihr nennt sie Tod. Allerdings liegt in eurer Sterblichkeit keinerlei Eleganz oder Poesie.
Jene meiner Art vergehen, nur um ihre Magie an den großen Kreislauf weiterzugeben. Von dort kehrt sie zu unserer Art zurück und wird erneut in eine Welt hineingeboren, die solche neuen Anfänge willkommen heißt. Mhm. Was ist mit dem Hof der Zauber? Ich wusste immer, dass mein Platz unter den Helden des Hofes ist. Welchen anderen Ausgang könnte es für jemanden geben, der die Bewunderung so sehr verdient hat? Und wer ist Sir Farrar? Achso, hier haben wir auch noch mehr, okay. Sir Farrar? Ich bin der Herzog der verfluchten Fomorien, der Bezwinger von Pombero und Beschützer der Mabinogi. Ihr jedoch könnt mich Bruder nennen. Ich kämpfe seit 3 Zyklen an der Seite der Herren und Herrinnen des Hofs der Zauber. Meine Fähigkeiten mit der Klinge und im Bett suchen ihresgleichen. Mhm. Aha, und Sir Sagrell? Er war ein vertrauter Gefährte, ein wahrer Bruder nach eurem sterblichen Verständnis der Welt. Ich habe ihm vertraut. Ich musste ihm vertrauen, da er in meinem denkwürdigsten Lied eine derart entscheidende Rolle spielte. Kann man den Krieger, der einem immer und immer wieder das Leben rettet, überhaupt anders sehen? Ja, das ist der, den wir, glaube ich, verloren hatten, leider. Wo ist Blutgebein? Blutgebein lebt in der riesigen Höhle von Uduat, die einst Heimstatt seines Clans war. Ich würde ja vorschlagen, dass wir uns trennen. Aber diese Höhle ist eine unendliche Grube, wenn man sie allein erforscht. Okay. Zurück an die Arbeit. Hast du recht. Lass mal weiterarbeiten, aber erstmal speichere ich nochmal wieder. Ich weiß, es nervt, aber jetzt haben wir auch wieder nochmal mehr geschnackt und doch wieder ein paar Viecher getötet. Und das geht ja doch mal schnell mit dem Speichern, also... So, lassen wir die mal hier nochmal wieder frei. Wir müssen uns beeilen. Blutgebein kommt. Oh Gott, ja. Wenn die alle so panisch sind, dann werde ich auch langsam panisch. Die haben alle voll Schiss vor dem. Schrecklich. Lauft. Lauft, Leute, lauft. Toll, und ich muss mich dem natürlich jetzt wieder stellen. Ich bin wieder der Idiot. Habe ich mich jetzt gerade mit Absicht vergiftet? Och nö. Oh nö. Kann ich da irgendwas machen? Kann ich da irgendwas nehmen? Das ist ja jetzt doof. Konsumgut. Schadenabwehr. Kriegerstärke. Gibt's denn hier nichts was gegen Gift? Giftschutz. Zack. Einfachstrangengift. Erhöht den Schaden an Giftangriff. Okay. Ich will mir aber helfen. Ja, gut. So, mach das noch hier und dann... Oh Mensch, jetzt hör mal auf hier. So, ist die jetzt die ganze Zeit so angeknackst? Blutgebein ist hier irgendwo. Ja, super. Und ich bin hier auch noch so halb angesäuert. Ach so, jetzt geht's ihr wieder gut. Alles klar. Ja, das sieht schön aus. Mach sie fertig da hinten. Oh oh, da kommt was. Die entführten Sterblichen sind schon seit Tagen hier. Ja. Ihr Zustand zurück an die Arbeit. Ich wollte ja auch eigentlich nur das hier einsammeln und gar nicht mit dir reden. Ich will dich gar nicht von deiner Arbeit hier abhalten. Oh, und ich denke jedes Mal, jetzt kommt das Ding da auf mich zugelaufen, aber dann ist es doch nur so ein kleiner und die sehen schon immer so groß aus. Ja, so sieht's aus. Weich Krabbelpulver. So, jetzt wird's langsam ernst hier. Mit Blutgebein reden. Oh oh. Ja. Jetzt haben wir alle freigelassen. Und hier in der Kugel waren wir auch, ja. Was denn jetzt? Oh Gott. Das sieht aber sehr interessant aus. Gehen wir da mal hin. Hallo. Hey. Geh mal ein bisschen langsam auf dich zu.
Die Hexe hatte also recht. Sir Farrara, der Holde, der durch die Pfützen von Uduat stolpert, hat Hilfe erhalten. Ein derartiger Recke sollte niemals von seinem Weg abkommen. Nicht in seinem eigenen Lied. Und ihr, neue Ritterin, wenn ihr jetzt kehrt macht und die letzten Gefangenen zurücklasst, werde ich mein Wissen mit euch teilen, wie es mir gelungen ist, die Dinge zu verändern. Bleibt und ihr werdet nichts als Leichen haben. Oh Gott, ihr tut niemanden etwas. Diese Leute interessieren mich nicht. Lasst diese Leute nicht im Stich. Wo sind die anderen Siedler? Welche Hexe? Warte, was hat er und ihr neuen Ritter, wenn ihr jetzt kennt, man die letzten Gefangenen zugelassen, teile ich mein Wissen mit euch. Wenn es mir gelungen, die Dinge zu verändern bleibt, dann hat nichts als Leihen. Okay, aber wir wollen die Leute natürlich ja freilassen. Wo sind denn die anderen Siedler? Sie sind in Sicherheit. Doch wenn sich niemand um die Sterblichen kümmert, haben sie auch keine Zukunft. Ich kann sie so lange hier in Uduat festhalten, wie ich möchte, bis sie nur noch Staub sind. Warum? Warum bist du so gemein und welche Hexe? Oh, ich weiß nicht, wer sie ist. Und es kümmert mich auch nicht. Das Einzige, was mich interessiert, ist Macht. Die Macht, diesem erbärmlichen Spiel ein Ende zu bereiten. In sämtlichen Liedern triumphiert der Streiter des Sommers, während sein Gegner fällt. Wie lange war das der Verlauf der Erzählung? Diese Existenz. Das ist kein Leben und es ist kein Tod. Es ist eine Schlinge, in der ich seit Jahrhunderten zapple. Doch das hat nun ein Ende. Oh, nun übertreib mal nicht. Ihr tut niemanden etwas. Ganz bestimmt nicht. Zu 95%. Das ist wahr. Es war nie meine Absicht, jemandem zu schaden. Alles, was ich will, alles, was ich je wollte, war Liebe. In meiner ewigen Trauer nicht allein zu sein. Nun gut, die Gefangenen können gehen. Ja, super. Allerdings werdet ihr ihren Platz einnehmen. Och, nö. Ihr werdet Blutgebeins neue Begierde sein. Nee. Nein! Ah! Nein! 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 Adrenalinwogel ist schon vorbei, ich bin schon tot. Ich bin schon... Habe ich mir fast gedacht, dass ich das beim ersten Mal nicht schaffe. Der ist ja auch nicht ohne. Und dann steht er die ganze Zeit da hinten. Oh, das muss ich jetzt alles normal machen. Und deswegen speichere ich doch immer... Die Hexe hatte und ihr, neue Ritterin. Wo sind die denn, die anderen Siedler? Sie sind in Sicherheit. Bla, bla, bla. Doch wenn sie... Ruhig. Wie lange war das der Verlauf? Das ist wahr. Ja. Allerdings... Alles klar. Oh Mensch, du Arsch! Und die sind so schnell! Komm nicht mal mit dem Heilen hinterher! Ja! Hallo! Nimm das jetzt! Wieso kannst du die... Nein! Hallo, ich will einen Trank nehmen. Oh, das... Leck mich doch. Ich wollte einen Trank nehmen und das hat die ganze Zeit nicht funktioniert. Ich war ja schon im Menü, habt ihr ja gesehen, aber... Ging nicht. Jetzt muss ich das nochmal machen. Vielleicht sollte ich einmal speichern, vielleicht geht das ja. Die Hexe hat und ihr neue... Und ich mache immer diese Gespräche nochmal, weil ich nicht weiß, ob das Auswirkungen haben kann. Wie lange war das der Verlauf der Erzählung? Ja. Das ist... So, jetzt speichern wir... Ach, das geht nicht. Ja, das ist natürlich doof. Nein, ich will das nicht verlassen, das Spiel.
Jetzt muss ich niesen. Und nimm was. Oh, sie kann immer nicht so schnell ausweichen. Warum nimmst du jetzt keinen? Jetzt nimmt sie wieder keinen. Ach, weil ich so schon. Ja, nein, 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 nein. Oh, leck mich doch. Ich schaff das hier gerade nicht. Dabei bin ich schon mehr stärker, als ich damals war. Ah, komm. Das ist ja nervig. Sie weicht halt. Möchtest du zum Schwierigkeiten? Nein! Nein, wir schaffen. Irgendwann eines Tages schaffe ich das auch so. Eines Tages. Die Hex und ihr, neue Ritterin. Sie sind in Sicherheit. Oh, wie lange war das der Verlauf? Das ist alle. Ganz schnell Trank. Ich habe keinen mehr. Ach, das schaffe ich nicht. Das ist unglaublich. Ganz schwierig. Am besten ist eigentlich, wenn ich so diese Special Power anwende an ihm. Das geht aber nur, wenn er halt schon an so einem gewissen Sterbepunkt eigentlich ist. Und hier sind so viele kleine Nebengegner, dass ich eigentlich versuche, die ganze Zeit die erstmal auszuschalten und dann ihn zu machen. Aber es ist. Sie kann halt nur werfen quasi und kämpfen und nicht gleichzeitig auch noch immer ausweichen. Das, vor allem, wenn da so eine Schleuder von 3 Salven auf mich zukommt, dann bleibt sie die ganze Zeit stehen. Und dann machen die anderen und dann bleibt sie stehen. Und ich werde das versuchen, weiterhin zu schaffen. Wir sehen uns im nächsten Part von Amalur. Bis dann!